Das Skript vortragen. Wir haben ein bisschen eine Introduktion uns ausgedacht. Ich fange an damit. Entschuldigung, ich kann schon mit dem Anfang meines Namens, das ich daneben geschrieben habe, erkennen. Also, Read Covid-19, Bit 20, der Virus schreibt mit, hat unser Mastermind Erik Schumacher getitelt, der überhaupt 90% mal wieder dieser Veranstaltung gerockt hat, inklusive Kuration und viele der Fragen, die wir nachher stellen werden. Sind wir also zusammengekommen mit euren Schwestern unter kritischen Bedingungen. Wir leben ja in Corona-Zeiten und auch wenn die Medien seit einer Weile wieder andere Themen beschreiben können, es gab so ein Spiegel-Special-Heft quasi, falls ihr euch entsinnt, wo es nur um Corona ging, bezeichnenderweise. Und wenn alle Schülerinnen jetzt auch wieder auf einmal losgelassen werden aufeinander und zaghaft, so wie hier, wieder kulturelles Leben gewagt wird, Donald Trump wird wohl doch leider am Ende nicht recht behalten, dass dieser Virus einfach so wieder verschwindet. Von einer zweiten Welle zu sprechen, klingt lang schon nicht mehr esoterisch. Dafür gehen die Wissenschaftsleugner zu Zehntausenden auf die Straße für einen hohen Begriff persönlicher Freiheit, der doch erstaunlich gut zusammengeht, den sozioökonomischen Druck des zeitweiligen, ausgebremsten Turbokapitalismus. Es bleibt ein Leben mit unsichtbarer Bedrohung, surreal und nur surreal zugleich, zwischen Paranoia und Fahrlässigkeit, Lockdowns und Pool-Partys. Der Shutdown hat neben vielem anderen ja auch viele Präsentations- und Verdienstmöglichkeiten von Künstlerinnen und Künstlern massiv wegbrechen lassen. Ganze Biografien sind existenziell gefährdet. Der Buchmarkt leidet unter Umsatzeinbußen, Buchmessen, Lesungen werden abgesagt, Debüts erscheinen nahezu resonanzlos. Wir wollen heute mit Uta Kehr, Benjamin Quaderer, Anke Stelling und Asmus Trautsch darüber sprechen, wie Künstlerinnen mit der Pandemie persönlich und in ihrem Arbeitsalltag umgehen, wie das Corona-Leben ihre Kunst beeinflusst, welche Form von Solidarität sie erfahren oder vermissen, welche Ängste, Hoffnungen und Zukunftserwartungen sie umtreiben. Da wir ja leider aus den gegebenen Umständen heraus nur eine begrenzte Anzahl an Menschen zulassen dürfen, hier rein, gibt es zeitgleich dazu im Internet einen Livestream auf der Seite vom Akut und unserer Facebook-Seite Kuckverein und auch auf YouTube. Genau, was passiert jetzt tatsächlich in den nächsten gut zwei Stunden, sagt euch Josefa und dann geht es auch gleich los. Wir fangen mit Asmus Trautsch an, dann wird Benjamin Quaderer lesen, dann kommt Uta Kehr und singt für uns, dann gibt es eine Pause, dann wird Anke Stelling für uns lesen, dann gibt es ein Gespräch von uns allen und dann nochmal Lieder von Uta Kehr. Ja, so erstmal der Ablauf. Zu unserem ersten Leser, Lyriker, Philosoph, Trompeter, Komponist. Ein Lyriker, der diese Brücke schlägt zwischen gegenwärtiger Sprache und ganz feiner, ausgetüftelter Poetik. Ich freue mich ganz besonders auf Asmus Trautsch.
gibt es erstmal am Ritual, das Masken abnehmen. Hier darf man ja ohne, vorne. Weit genug entfernt. Hallo, Josefa, vielen Dank für die Einführung. Alexander, Erik, danke für die Einladung. Bin sehr froh, hier zu sein und werde einige Gedichte lesen. Die meisten von denen sind neuer oder relativ neu und auch jetzt zum ersten Mal gelesen. Und einige von ihnen reflektieren, wissen die Gegenwart, die Pandemie, auch das eigene Befinden darin. SARS-CoV-2 in mir. Fremd bist du eingezogen, fremd ziehst du nicht mehr aus, hast überall die Zacken an, die Schlüsselchen zur Lunge. Du kamst von einer Fledermaus, flogst Boeing und in Atemluft, in Wochen warst du Polyglott, gerast, das Geld beneidet dich. Pronomen hast du nicht verdient, Nanoplastik, kleiner Zombie. Während ich dich mythisiere, brechen meine Zellen deine Ketten. Also, ich hatte das im März kurz überstanden. Und es gibt in der Psychologie ein System, ich glaube, es heißt FACTS, Face Action Recognition, irgendwie sowas, von Paul Ekman gegründet. Und da gibt es sozusagen 42 Action Units, so wie bestimmte Gesichtsmuskeln kombiniert werden, um zu verstehen, auch wenn man das zum Beispiel aufnimmt, wie Gefühle ausgedrückt werden. Also es gibt sozusagen eine wissenschaftliche Studie, wissenschaftliche Methode über die Interpretation von Mimik. Und wir alle sind jetzt ja, wenn wir uns nur so sehen, auf die 12 Action Units oberhalb der Nase beschränkt. Und ich finde, das ist einerseits ein Problem, aber andererseits gibt es uns auch eine Chance, genauer hinzuschauen. Denn schließlich sind, was frei ist, sind die Augen, die vielleicht ausdrucksstärksten Organe, die wir haben. Deinterpretatione in Pandemia. Heute habe ich viermal auf Freude, heiter auf Ärger und sehr schnell auf Ekel gewettet bei Rewe. So tönte es stimmlos über Masken, vermut ich. Die Augen der anderen mein Deutungsbesteck. Ringmuskelzeichen wie Verse genau, ein Krähenfuß weniger stark reliefiert und die Stimme hinterm Stoff dunkelt ein. Tomaten sind aus. Ist das Scheu, Verachtung oder Glorie? Je nachdem, wie cool der Lidschlussreflex ist, wie entzückt das Begehr, wie sekündlich der Blick. Bis zum Jochbein reicht die Hyperbel der hilflosen Mundwinkel. Die Nase kann sich dumm rümpfen, die Brauen verneinen und erstaunen doppelt. Schultern, Arme, Beine, Rückgrat, Hände sind höchstens Kommentar. Die Stirn bleibt ziemlich egal. Kurz vor dem Augenblick, in dem das Theater über dem Vorhang beginnt, klappen die Fenster der Monade auf. Zeitlupe, wäre hier ein hermeneutischer Apparat im Labor. Doch der Supermarkt lehrt nur Auslegen von Waren und Gefühlen für kurze Entschlüsse. Über Liebesäpfeln der siebente Hirnnerv, das mimische Wirrgefährt, ruckelt zwischen uns über den Falten aus buntem, gepunktetem Stoff. Dialektik 20. Sich fremd werden, keine Münder mehr sehen, keine Umarmungen, keine Feste, keine Kommunion des Dabeiseins, singen, lesen, tanzen, allein. Schutzsuchend vor unserer Verletzlich und Gefährlichkeit unserer ungewollten Gewalt, so schwingen die Tentakel des Weltgeistes, die Summen der Teile, die niemand zu rechnen versteht. Wird aller Zähne klappern zur Zikade, schlüpft ein Wir? Lerne ich die Fernen in Daten zu orten, Gesichter von Arten zu ahnen, Stimmen von Populationen? Spürst du die Saugnäpfe, die durchs Moratorium fischen? Hier möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich schlüpft ein Wir in Bezug zur Zikade
ein Bezug zum Gedicht Kummer ist von Verena Stauffer in ihrem neuen Band Usia, der bei Cookbooks erschienen ist. Das soll hier auch bei Cookweek erwähnt sein, ein wunderbarer Band. Da gibt es also ein kleines Zitat. Dem nächsten Gedicht ist auch ein Zitat vorangestellt, das werde ich lesen. Das Gedicht heißt Der antifragile König und das Zitat ist von Ernst Kantorowitsch, seinem berühmten Buch Die zwei Körper des Königs, eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. Zitat: Es ist angebracht, an den vielleicht entscheidenden Faktor zu erinnern, den der Krone innen wohnenden Wert der Dauer. Wie wehrt sich ein Wort gegen Infektion? Corona. Der Anlaut schleudert die Aerosole zurück, die Tröpfchen gleiten vom gebogenen Rücken des C, das die Minuskeln schützt, wie die Eltern den Nachwuchs. Es folgt das Kokon, geschlossener Kreis wie Zellwand aus Schwärze, in die kein Spike treibt wie ins Q. Der Rest Pathogene rutscht am Error zwischen die Zeilen, dort hält sich nichts eindeutig Gefährliches lange. Kommen die Viren von rechts, prallen sie ab am A-Wall, landen auf Serifen, wo sie wie Fliegen auf Simsen trocknen. Oder fallen über den oberen Bogen die N-Wände nieder zur Entsorgung im klinischen Weiß unter dem Grund. In den Kuss geformten Vokal dringt nichts, den sicheren Mond der Mitte. Robuste Relation, ein festes Janusgesicht, guckt auf Tod und zur Rettung, hat keine Krone auf, wie Viren und wir. Ist sie, kopiert sich in Medienwirten, zunehmend an Sorge gekoppelt, setzt sich in sämtlichen Sprachreichen fest. Redende Körper fallen zum Opfer, der Wortkörper aber bleibt intakt. Ein milliardenfaches Einzelding, als Chor nicht einsetzbar. Danke. Und weil es jetzt sozusagen um die Sprache geht, ein kleines poetologisches Intermezzo, lyrisches Tempo. Ich muss hier kurz diese Uhr anmachen, um zu sehen, dass ich nicht überziehe. Das ist ein Gedicht, ein bisschen älter, beschreibt aber, was ich denke, was sozusagen eine Macht der Lyrik speziell ist. Eine Macht, die gleichzeitig sozusagen in der Technosphäre sozusagen ganz weit hinten unter den alten Machtfaktoren des Anthropozäns ist, aber gleichzeitig, vielleicht gerade weil sie keine Macht haben will, alles überspielt. Lyrisches Tempo. Die Revolutionen der Geschwindigkeit hallen lauter, es schrumpfen die Clips. Musk baut Raketen, China Glasfasernetze, Amazon fliegt die warenförmigen Waren über Gartenzäune, allerorts schwingen die Zepter der zügigen Macht. Das Gedicht liegt noch da, im Wald, gedruckt, gelassen, während es schneller linkt als das Licht, das durch den Ahorn fällt, gut 8 Minuten nach der fernen Fusion. Paris liebt Pluto, liebt Perth. Das war so viel schneller als C, dazu noch in Atemluft. Lippen schossen zärtlich zum Start, o Properz. Minne zu Tinder, ein Jahrtausender Halbvers schneller als Wells Fantasie. Geschichte rückt vor wie ein Walzenverband, so fliegen wir, Infos, Geschosse, so kommt es. Der Vers aber bricht durch die Zeit, er bricht in leisen Achsen, bis sie kurz steht. Und wo wir bei der Zeit sind, ein anderes Gedicht, in dem es auch etwas um die Deep Time geht, also im Grunde die geologische Zeit, die jetzt in unserer neuen Erdepoche im Anthropozän eigentlich eine Herausforderung für uns allen ist. Und wir in unserer Lebenszeit und selbst unserer historischen Zeit, Bundesrepublik Deutschland, so herzlich wenig zu tun hat. Aber wir müssen lernen, in dieser Zeit zu denken. Insofern Etude in Deep Time.
Die Schwerkraft hat sich gesetzt, die Erde kam in Form, Blaualgen schufen Luft, Grönlands Eisschild ließ sich erst eben als Faustkeil erkennen. Arten werden täglich zum Exemplar vor dem Aus, das Internet hängt Pheromone wie alle Winde ab, doch nur länger als Kohle wird die Sonne leuchten. Nachts zeigen ihre weißen Cousinen, vorab fixiert wird unsere Zukunft nicht gewesen sein. Grenzenloses Wachstum rückt die Ränder aus den Augen, der Aralsee dauerhaft nur noch als Information. Das Mittelalter setzt auf Kepler 452b jetzt an. Ein schluckender Akkord mit offenen Enden, darin sind wir, sind alle Auftakte verstummt. Das nächste Gedicht passt einerseits nicht zum Wetter, was wir gerade haben und worunter wir in diesem Raum auch leiden. Also musste man ja eigentlich sagen, vielen Dank, dass trotz des Wetters alle gekommen sind. Das sagt man immer beim Regen. Aber ich glaube, hier darf man das jetzt auch sagen. Aber andererseits passt es schon, denn wie wir wissen, sind die individuellen Wetterereignisse mehr und mehr Ausdruck einer Klimaveränderung. Behaglicher Horror. Der Schnee fällt um die Schultern der Häuser. Was ist so eindeutig am Wunsch nach Wärme? Test. Adventsfilter aus, mit sich ins Gericht gehen. Das Körperkind kommt nicht klar, gibt auf, sucht Gleichgewicht, okay, Gefühl, die 23-Grad-Hülle. Untrainiertes Bedürfnis bringt das Verhalten auf Linie. Regler hoch, WhatsApp wie Kerzen an. Das Verstandesveto, das meinen Sesselleib umgeht, sammelt aus Zeitungen Energie, aus Wikipedia, den Bildern der brennenden Wälder Sibiriens. Die Therme treibt das Zittern aus, Furcht schrumpft in der Höhle, die sich in meiner Hand bis nach Kapstadt öffnet. Der Kopf ein konstant heißer Workout-Bereich, voller Daten wie stiebende Flocken. Immer da, in uns, aber nie unmittelbar das, wie soll man es nennen, ohne Konturen, Maul, Chimären, Zombies gehen nur unter die Haut, aber es, diesseits von Glaube und Film, würde uns nie etwas tun, wie ein Engel ohne Kopf, aus dem es nicht blutet, wie weiter nichts, das gut tut, nur in Momenten zu unterscheiden. Und jetzt lese ich noch zwei. Ja? Eins heißt Apokalypsenende und dem sind auch zwei Zitate vorgestellt aus der Bibel. Das Volk wurde ein Raub der Flammen, keiner verschonte den anderen, Jesaja 9,18. Und dann nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen, die er vom Altar nahm und warf sie auf die Erde, Offenbarung 8,5. Ja, Geschichten erzählen, die alle Geschichten feurig verpacken, aus Sehnsucht wenigstens am Ende einmal die Welt ganz zu fassen, adressiert in die Finsternis als Mündung aller Verwirrung das krasse eine Bild. Und ja, die Zorneslust zuzuschauen, dass alles Unrecht bestraft wird, sicher vom Ufer der Jetztzeit Babylons sinken zu sehen, die Superpower nur noch bei Engeln, Tieren, Maschinen, einmal im Griff der Unverantwortlichkeit sein, im Sieg des ewigen Lichts. Und ja, schaudernd hören, dass Grässliches künftig ist ohne Countdown für Hörer, den Untergang der Herrschaft feiern in Blut und Plutonium den terrestrischen Splatter, bis alles tot, gerettet, erloschen, geheilt ist, alles recht und weg und neu in einer Staffel. Aber auch diese alten Weltenbrände veralten durch Variation. Die Stunde des Neuen ließ sich lange berechnen. Die Zeichen am Himmel waren messbar. Die Kohlen glühten in sicheren Öfen.
als ihre Wahrheit schon leise zu lesen war, ohne Paywall täglich. Der Klang war zu apokalyptisch. Die Sonne wird weiter strahlen, die Sterne, während die Wälder verbrennen, die Stürme rasen, die Elenden trifft es wie immer zuerst, doch nicht nur zu 30%. Das Gericht bleibt aus, Gott fern. Der Teufel aber, der im Detail jedes Einzelnen steckt, hat genug Zeit. Unser Nein wird seine Frist. Vielleicht eine kleine Hoffnung am Ende. L'homme machine, l'homme de terre, also l'homme machine bezieht sich auf das Buch von de la Mettrie, im französischen Philosoph und Arzt, der im Mitte des 18. Jahrhunderts ein materialistisches Buch über den Menschen als Maschine geschrieben hat und argumentiert hat, dass wir nicht sehr viel anders sind als Tiere. Heute unterstützt das kybernetische Modell des Menschen das sehr, aber damals haben alle so protestiert, dass er erst nach Holland fliehen musste und dann nach Potsdam. Das war damals der Ort der Toleranz. L'homme machine, l'homme de terre. Wenn wir Maschinen sind, welches Tier müssten wir werden wollen, um großes Stückzahlen aufzuhalten und Sorgen zu verlernen, doch so, dass Worte mehr wögen als Goldderivate und Körper ständig glänzten wie ein einmaliges Alphabet. Welche Pflanzenart sollten wir nachahmen, um die Künstlichkeit unserer Intelligenz zu dimmen, sie blitzhaft zu bündeln auf Spielräume, im Myzel unserer Seelen, die noch nicht sind. Wie wüchse Transit zur Ansicht, Moos aus Stahl. Welches Meer ließe uns ruhig in Zimmern weilen? Welche Kleidung könnten wir atmen? Welches Mineral wäre künftiger Liebe gemäß? Wird dieser Planet das schönste Trainingsgerät für ein Denken, das spielt, begeistert und allen gerecht? Vielen Dank. Danke, Asmus. Bevor du von der Bühne huschst, würde ich dich gern noch was fragen. Ich glaube, es war Carlos Williams, der gesagt hat, Poets are the antenna of the world. Dichterinnen. Sind ja. Die Antennen der Welt. War das Carlos Williams? Ich glaube, würde passen, ja. Ja, ich glaube, es war ein Patterson. Auf jeden Fall, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass dieses Einverleiben von dem Covid-19 irgendwie so eine Art Anschluss an diese Antennen, dieses Spüren, das ist ja auch schon im März passiert, dass du das bekommen hast. Und mich interessiert total, wie das dein Erleben von der Situation jetzt verändert hat und deine Dichtung ganz klar sofort reinfließt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es sofort reingeflossen ist, aber natürlich war sozusagen was Interessantes, auch wenn das komisch klingt, das zu sagen. Aber das Interessante ist natürlich, dass, also Luhmann hat mal gesagt, was wir wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Ne? Und wir sozusagen, wir haben in der Zeit alle Zeitungen gelesen und im Lockdown waren wir sogar darauf zurückgeworfen, ne? zu schauen, wie entwickelt sich alles und so weiter. Man konnte auch gar nicht viel machen. Und ich glaube, die meisten haben geschaut, was passiert gerade. Und im Grunde waren, glaube ich, wir alle irgendwie ja mit unserem eigenen Schicksal gleichzeitig betroffen. Das fand ich eigentlich das ist, glaube ich, nach wie vor die große Chance dieser Pandemie, dass man eben nicht sagt, ach, das ist halt, ne, wir haben im Januar noch, oh Gott, in China, Wuhan, die Armen, aber mit uns hat das nichts zu tun, sondern auf einmal war es halt da. Und als ich sozusagen diese Infektion hatte, war, wie gesagt, nicht schlimm, aber sie wurde dann getestet und ich dachte, okay, diese sozusagen Viruslast, weiß ja nicht, wie viel das waren, das sind ja Milliarden von kleinen Viren dann, die im Körper sind, dachte ich, die waren tatsächlich in dieser Fledermaus. Dann waren sie irgendwie auf dem Wet Market in Wuhan, dann waren sie in einem Flugzeug, dann waren sie vielleicht in Italien, vielleicht in Ischgl, vielleicht so. Und jetzt sind sie hier und das ist sozusagen wie nochmal, und ich muss jetzt damit umgehen. Und ich habe jetzt die Verantwortung, diese Kette zu brechen, aber ich habe auch die Verantwortung, diese Ketten zu verstehen. Und zwar nicht in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf uns alle. Ne? Und diese Ketten sind ja
nicht nur vom Virus interessant, sondern von allen kapitalistischen Strömen und so, die uns umgeben und die das erst möglich gemacht haben, dass das sozusagen die Einzelnen trifft. Und diese Verschränkung sozusagen von eigener Betroffenheit und Weltgeschehen ist sozusagen, finde ich, dann auch immer so eine Art Grund, sozusagen neue poetische Funken rauszufinden. Ja, ich finde es auch ganz toll, wie das in diesem Kopf 2 in mir so rauskommt. Das ist ganz stark. Ja, danke. Lieben Dank, Asmus. Danke, Josefa. Ich gebe weiter an Alexander Gums. Ja. Vielen Dank, auch von mir. Lyrik als erstes, aber wir haben euch nicht überschätzt. Ihr habt es offenbar gutiert. Szenenapplaus bei Lyriklesungen gibt es ja außerhalb von Lateinamerika sonst auch nicht so häufig. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das hängt nicht mit der Kultur ausgehungert halt durch Corona zusammen, weil Lyrik kann man ja auch zu Hause lesen. Lange Rede, kurzer Sinn, Benjamin Quaderer kommt jetzt als Nächster, 89 in Feldkirch in Österreich, ist er geboren, aufgewachsen in Liechtenstein, studiert literarisches Schreiben, Hildesheim und in Wien. Er war Mitherausgeber der wichtigen Literaturzeitschrift Bellatrist und Teil der künstlerischen Leitung des ebenso wichtigen Prosa Nova Literaturfestivals. Zeitschriften kann es weitergeben. Festivals haben wir uns jetzt alle eine Zeit lang größte Mühe gegeben, in irgendeiner Form das im Internet stattfinden zu lassen. Mal sehen, wann wir da wieder unbefangener zusammenkommen können, international auch. Klammer zu. In seinem Debütroman Für immer die Alpen, der Luchterhand 2020, just Sekunden quasi vor Ausbruch der Pandemie, erschienen ist, gibt uns Quaderer satirische, verschachtelte Einblicke in die Liechtensteiner Finanzwelt aus der Sicht des dortigen Staatsfeinds Nummer 1. 2016 schon hat er hier in Berlin den zweiten Preis beim Open Mic für einen Ausschnitt daraus bekommen und ein Arbeitsstipendium des Senats. Er hat auch für das Literaturhaus Graz an einem Corona-Tagebuch mitgeschrieben, aus dem er jetzt aber mal nicht lesen wird, sondern sich sehr freut. Endlich mal, Klammer auf, wieder, Klammer zu, aus Für immer die Alpen lesen zu können. Darauf freuen wir uns sehr. Benjamin Quaderer. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Einladung. Ich habe eine ganz kleine Planänderung gemacht. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, doch ganz kurz aus dem Corona-Tagebuch vorzulesen. Weil ich dachte, dann habe ich auch den Bezug sicher hergestellt. Ja, genau, ich habe das auf Einladung des Literaturhaus Grazes gemacht. Das sind dann wöchentlich Beiträge erschienen. Ich habe das jeden Tag gemacht. Ich lese einen ganz kurzen Beitrag vor, der mir vielleicht so am repräsentativsten scheint. Der ist vom Donnerstag, 9. April 2020. Ich habe mir das Jahr 2020 irgendwie anders vorgestellt. Das war der Beitrag. Und genau, das war mein Corona-Bezug. Und jetzt lese ich aus dem Roman vor. Der handelt von einem, von Liechtensteins Staatsfeind Nummer 1, der sich zum Zeitpunkt, das ist quasi seine Autobiografie, der befindet sich zum Zeitpunkt des Erzählens in einem Zeugenschutzprogramm und erzählt aus diesem Zeugenschutzprogramm heraus, was ihn in dieses Zeugenschutzprogramm hineingeführt hat. Das hat unter anderem mit gestohlenen Kundendaten zu tun, einer Liechtensteiner Bank und einer Steuererfährte. Dort befindet er sich also, erzählt seine Lebensgeschichte. Er ist ein Mensch, der auf sehr totales Erzählen abzielt. Er meint, er muss wirklich überhaupt alles erzählen. Und ich lese jetzt eine kurze Stelle vor, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen mit Corona zu tun hat, aus dem Jahr 1997. Ich sage nicht mehr, weil das ist eh alles schon sehr verwirrend. Weil das Rosario, mit dem ich nach der überstürzten Abreise aus Tarragona in gutem Kontakt geblieben war,
mich zur Feier meines Geburtstages auf seine Estancia nach Argentinien eingeladen hatte, flog ich am 27. März 1997 von Zürich, wo ich mir als Reiselektüre den dritten Band der Werkausgabe von Borges besorgte, Niedertracht und Ewigkeit, 1992 bei S. Fischer erschienen, über Frankfurt, wo ich die Financial Times und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erwarb, weiter nach Buenos Aires, wo ich nichts kaufte, weil ich knapp dran war, bis ich bei Bahía Blanca, zu Deutsch Weiße Bucht, am südwestlichen Ende der argentinischen Pampa gelegen erreichte. In der Ankunftshalle des kleinen Inlandflughafens erwartete mich ein rothaariger Mann mit einem Pappschild. Dass er meinen Namen falsch geschrieben hatte, sagte ich nicht. Ehe wir zu unserer Reise aufbrachen, die uns über 100 Kilometer gen Süden führen würde, lud mich der rothaarige Mann, der sich mir als Rosarios Sohn Mario vorstellte, auf ein Erfrischungsgetränk in einer Bar nahe des Flughafens ein, doch viel Zeit auszutrinken ließ er mir nicht. Mein Glas war noch bis zur Hälfte gefüllt, ja, zu diesem Zeitpunkt war ich noch Optimist, als er mir den Rollkoffer abnahm und sagte, dass wir jetzt gehen müssten, wir seien spät dran. Ich eilte mich hinterher auf den Parkplatz, auf dem der schwarze Range Rover, der sich für das Gelände, das wir durchqueren würden, als das einzige richtige Fahrzeug herausstellen sollte, im letzten Abendlicht glänzte. Die Straße war von Schlaglöchern durchzogen und bereits nach der ersten Stunde spürte ich einen pochenden Schmerz hinter der Stirn. Ich bat Mario, langsamer zu fahren, doch ich sah ein, als er sagte, davon werde die Straße nicht besser. Ich versuchte zu schlafen und zählte bis 30, doch als ob mein Unterbewusstsein wüsste, was in den kommenden Stunden folgen würde, schlug der Trick zum ersten Mal fehl. Das Einzige, was es mir gelang zu erreichen, war dieses seltsame Zwischenstadium, in dem er weder ganz wach ist noch schläft, dass ich mir bald nicht mehr sicher war, ob die Kaninchen und Schafe, die sich auf den Feldern abseits der Straße tummelten, wirklich waren oder Teil meiner Imagination. Es kam mir vor, als hoppelten die Kaninchen aus den Schafen heraus, als bewohnten sie diese wie Höhlen. Das war seltsam, ja, aber in fremden Gegenden ist alles möglich. Ob die Estancia Paraíso del Sol so paradiesisch war, wie es ihr Name versprach, konnte ich in der Dunkelheit, in der wir das Gelände erreichten, nicht feststellen. Wir waren kurz vor der Siedlung Saavedra abgebogen und einem Feldweg über Kilometer gefolgt, bis sich das Haupttor der Farm vor uns auftat. In weiter Entfernung waren Lichter zu erkennen, doch anstatt, dass der Rothaarige darauf zufuhr, lenkte er den Range Rover nach links und wir fuhren an der Mauer entlang über Gras, bis der Wagen vor einem rundlichen Gebäude Halt machte, dessen Anblick mich schaudern ließ, so mächtig und brutal stand es da. »Warte kurz hier«, sagte Mario, »ich sage Fati Bescheid.« Dass Mario seinen Vater Fati nannte, fand ich seltsam. Doch weil Rosario seltsam war, wäre es seltsam gewesen, wenn sein Sohn nicht seltsam gewesen wäre oder bei meiner Ankunft nichts Seltsames geschehen wäre, wie etwa, dass Mario nach Verlassen des Wagens die Türen von außen verriegelte und so nahm ich die Seltsamkeit hin als etwas, das nicht anders hätte geschehen können, als etwas Zwangsläufiges, Stabilisierendes, als eine Seltsamkeit, welche die Normalität überhaupt erst herstellte. Es war zu dunkel, als dass ich hätte erkennen können, dass Mario sich nicht in Richtung des Gebäudes bewegte, sondern den Range Rover an der Hinterseite umrundete. Als er die Beifahrertür öffnete, stellte ich irritiert fest, dass er sich in der Zwischenzeit eine Sturmhaube aufgesetzt hatte. »Marco«, sagte ich, »was soll das?« »Gott verdammt, ich heiße Mario«, sagte er und zerrte mich so unsanft aus dem Wagen, dass ich zu Boden fiel. Als ich taumelnd aufschaute, blickte ich in die Gesichter drei in Camouflage gekleideter Gestalten. Was sage ich Gestalten?
Sie trugen Sturmmasken, wie Mario es tat. Auch wenn ich in diesem Moment nicht an Flucht dachte, denn wieso hätte ich an Flucht denken sollen? Angst hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine, wäre an Flucht nicht zu denken gewesen. Die Männer hatten mich in einem Halbkreis umstellt, dessen Grundlinie die Längsseite des Range Rovers bildete. Vielleicht, dachte ich, war das, was hier vor sich ging, eine zwar seltsame, aber immerhin aufwendig inszenierte Zeremonie, um mich willkommen zu heißen. In Argentinien war ich ja vorher noch nie gewesen. Ich ließ mich auf das Spiel ein und wehrte mich nur, um Mario das Gefühl zu vermitteln. Ich nehme die Lage so ernst, wie ich sie seinem Blick nach hätte ernst nehmen müssen. Lustlos schrie ich um Hilfe. Sei still, herrschte mich einer der Männer an, was ich den Regeln eines Schauspiels folgend als Aufforderung interpretierte, noch lauter zu schreien. Erst da sah ich das Maschinengewehr in den Händen des einen, dessen Lauf in meine Richtung bewegend er einem Kollegen ein Zeichen gab. War das Mario, der nun ein Stück Stoff aus der Tasche zog und auf mich zukam? Ich weiß es nicht, sie trugen ja alle Masken. Rosario, rief ich, als mir bewusst wurde, dass ich die Lage möglicherweise falsch eingeschätzt hatte. Rosar. Jeder weitere Schrei wurde vom Stoffstück erstickt, das mir mit so viel Gewalt in den Mund gepresst wurde, dass sich beinahe meine Kiefer ausrenkten. Erst jetzt wurde ich panisch. Mit der Kraft desjenigen, der nicht weiß, wie ihm geschieht, warf ich mich gegen einen der Männer, dass wir beide zu Boden fielen. Es half nichts. Noch eine Bewegung, sagte eine Stimme, von der ich nur sagen kann, dass sie nicht diejenige Marius war, und du bist ein toter Mann. Nachdem sie mir mit dem Knebel die Stimme genommen hatten, nahmen sie mir mit einem Sack, den sie mir über meinen Kopf stülpten, die Sicht. Dann packten sie mich an Armen und Beinen und zogen mich über die ruppige Erde, bis der Boden glatter und die Geräusche hohler wurden. Was mir in den Rücken stieß, musste eine Türschwelle sein. Nachdem ich auf ein Bett gehoben worden war, setzte sich einer der Männer auf mich, während ein anderer meinen rechten Fuß von Schuh und Socken befreite. Erst hörte ich ein Klirren, dann sagte einer, mach die Maschine an. Als ein Ring um meinen Fußknöchel gelegt wurde, der so kalt war wie Eis, versuchte ich, das Bein wegzuziehen, doch die Männer hielten es zu fest umklammert. Ein Schalter wurde betätigt, dann ein Geräusch, das mich an das Abbrennen einer riesigen Wunderkerze denken ließ. Funken sprühten auf meiner Haut. Vor Schmerzen bäumte ich mich auf, bis ich angeherrscht wurde, dass ich stillhalten solle. Aber wie denn bei diesen Qualen? Einem sterbenden Tier gleich wehrte ich mich mit letzter Kraft. Das Einzige, was ich damit erreichte, war ein harter Schlag auf den Hinterkopf, der mir zwar die Schmerzen, aber auch das Bewusstsein nahm. Ich fiel in einen bösen Traum, der 2 Jahre andauerte, oder 1 Sekunde, oder 8 Monate. So lange jedenfalls, dass man schon ewig leben müsste, um sich jemals wieder davon zu erholen. Borges sagt, dass die Identität eines Menschen in seiner Erinnerung liegt. Als ob ich gerade geboren würde, wachte ich ohne Erinnerung auf. Da war ein Tisch, da war ein Stuhl, da war ein Bett. Dass die Gegenstände diese Gegenstände waren, kann ich erst heute so formulieren, denn beim ersten Betrachten derselben wusste ich weder, was sie waren, noch dass sie waren, noch dass sie betrachtet wurden, falls man von Betrachtenden überhaupt sprechen kann. Ich glaube, ich lag einfach nur da. Erst im Laufe des Vormittags, falls es Vormittag war, kehrten die Erinnerungen zu mir zurück. Als wäre ich wieder der 3-Jährige in seinem Kinderzimmer in Mauren, fand ich mich in einem Bett in vollkommener Dunkelheit wieder. Selbst die Augenbrauen taten mir weh. Als ich den Kopf zur Seite drehte, knackte mein Nacken. Mit zusammengekniffenen Augen konnte ich die Silhouette eines Gegenstandes ausmachen, der neben mir lag.
Seine Oberfläche war von Falten und Furchen durchzogen. Er sah aus wie die Miniatur eines Berges, eines perfekten, idealtypischen Berges mit scharf aufragender Spitze zum Himmel hin, einem kleinen Matterhorn ähnlich. Bis ich begriff, dass es der Sack vom Vorabend sein musste, falls es am Vorabend gewesen war, vergingen mehrere Minuten. Erst dann erkannte ich den roten Fleck unterhalb der Naht. Der Berg hatte geblutet. Wie ein Kleinkind, welches das Sitzen gerade erst lernt, richtete ich mich im Bett auf. Groß zu orientieren brauchte ich mich nicht, dafür war die Anlage des Raumes zu einfach. Er war rund, seine Wände waren sehr hoch. Ich musste an einen Wasserturm denken. Dazu passten die Feuchtigkeit und die Kälte. Es gab einen offenen Durchgang, der in einen Nebenraum führte, und eine geschlossene Tür. Es gab nur ein einziges Fenster. Ich weiß noch genau, dass ich dachte, es ist ein Fenster in der Größe eines normalen Fensters. Doch anders als ein normales Fenster war es von außen mit Brettern verschlagen, durch deren Löchlein winzige Lichtstreifen fielen. Während ich an meinem Körper hinabsah, dachte ich, ich sehe an meinem Körper hinab, und während ich mein Schienbein betrachtete, dachte ich, das sind Brandflecken. Mich an den Vorabend und das Geräusch der riesigen Wunderkerze erinnernd wanderte mein Blick das Bein entlang, und als er den Knöchel erreichte, dachte ich, das kann doch nicht sein. Mein rechtes Fußgelenk war von einem Ring aus Eisen umfasst, an den sich eine Kette anschloss. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich hangelte mich an der Kette entlang bis zur Wand. Dort endete die Fessel in einer Stahlplatte. Das ist ein schlechter Traum, dachte ich erst, dann diese Schweine. Dann rüttelte ich den Namen Rosarius schreiend so lang an der Kette, bis mir klar wurde, dass ich mir eher selbst einen Arm ausreißen würde, als dass sie sich von der Wand löste. Mir wurde übel. Die Länge der Kette reichte exakt dafür aus, um in den kleinen Nebenraum zu gelangen, wo sich ein Waschbecken und eine Toilette befanden, in die hinein ich mich übergab. Über dem, was in der Kloschüssel schwamm, schwirrten Mücken. Vielleicht waren es Fliegen oder riesenhaft mutierte Bakterien, die aus der undefinierbaren Flüssigkeit hervorgegangen waren. Die Spülung funktionierte natürlich nicht. Ja, das war's jetzt. Ja, okay, ich fange doch mit der ersten Frage. Oh, okay. Ja, es war ziemlich warm. Es war ziemlich warm. Dabei machen LEDs doch gar nicht mehr so viel Wärme wie andere Dinge angeblich. Du hast jahrelang an diesem umfänglichen, wie man hier schön sehen kann, Roman geschrieben, soweit ich weiß. Und jetzt kommt die Frage, die du dich ja schon oft beantworten musstest, die mich aber trotzdem und uns interessiert. Und just in dem Moment, wo das Ding endlich rauskommt und man damit an die Welt treten will, man will Lesungen machen, man will auf Buchmessen gehen, man möchte Lob oder Kritik hören und man will seinen Namen reinschreiben, kommt so ein Ding wie Corona und das fällt irgendwie alles weg. Wie war das für dich? Ja, so mittel. ja, also ich weiß nicht, das Blöde ist so ein bisschen, dass so ein Debütroman schreibt man in der Regel nur einmal in seinem Leben. Und so eine Pandemie erlebt man wahrscheinlich hoffentlich oder auch nur ein einziges Mal in seinem Leben. Deswegen war das ein bisschen unglücklich, dass diese beiden Sachen so in eins fallen. Ja, ich habe mir oft gedacht, wenn ich das in einem Roman beschrieben hätte, dass diese Situation so ist, wie sie ist, dann hätten alle gesagt, das ist komplett unglaubwürdig, das ist schlecht ausgedacht. Insofern kam mir das alles so fiktiv vor, dass ich es, glaube ich, ganz lang gar nicht so richtig verstanden habe. Ist das eine Antwort? Ja, wie klaustrophobisch war die Situation, anfänglich zumindest so klaustrophobisch wie die Kettensituation, die du uns gerade vorgelesen hast? Oder nicht ganz so schlimm? Nicht ganz so schlimm, aber was komisch war, ist, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, alleine zu Hause zu sein oder so. Das
muss man ja, wenn man das sowas schreiben will. Was nicht cool war, war, dass ich jetzt, hatte ich dieses Buch gehabt und dann dachte ich, okay, jetzt will ich halt mal rausgehen und genau in diesem Moment konnte ich nicht. Insofern hat das schon so eine Form von, ja, schon so eine Form von Klaustrophobie erzeugt tatsächlich und dann auch diese ganzen Rezensionen und so zu kriegen, das war cool einerseits, aber andererseits war das schwierig, weil es wie keinen Ausgleich gab. Also es ist wie so bei Clockwork Orange, wo man so mit so weit aufgerissenen Augen gezwungen ist, Amazon-Kritiken durchzulesen. Oh Gott. Vielleicht das jetzt im Moment noch, der Roman spielt an unter anderem nicht nur in Argentinien, an vielen Orten. Wie wichtig ist denn für dich als Autor das Draußensein, das Reisen, das unterwegs sein, all das, was jetzt so lange nicht ging? Ich dachte, das wäre mir nicht wichtig, aber es ist kompletter Blödsinn. Es ist mir unfassbar wichtig. Also ich weiß nicht, ich bin nicht jemand, der zu Hause sitzen kann und habe dann so aus dem Nichts heraus eine Idee nach der anderen. Ich brauche irgendwie eine Form von Gegenüber, ob das jetzt Menschen sind oder irgendwas. Ich brauche irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Sonst ist das nicht gut. Und wie war das, das Tagebuch, an diesem Tagebuch mitzuschreiben? Da sind wie viel? 16, glaube ich? Nee, ich habe vergessen. Ungefähr. Ich weiß auch nicht auswendig. Autorinnen, die jeweils ihr eigenes geschrieben haben, das dann so wochenweise, ne? Genau. Jeweils freitags online gestellt wurde in Auszügen und komplett. Tagebuch ist ja auch eine beliebte literarische Form, oder kann es sein? Also wie bist du da mit deinem Alltagserleben von Corona umgegangen, in der Transformation quasi? Einerseits hat es mich genervt, dass ich mich noch mehr damit auseinandersetzen musste die ganze Zeit. Zweitens kam ich mir wahnsinnig selbstmitleidig vor. Umgekehrt war das aber dann interessant zu sehen, dass ich das Gefühl hatte, dass alle, so isoliert sie auch sein mögen, irgendwie, dass es so ein kollektives Erleben gibt, weil das Erleben ein sehr ähnliches ist, dadurch, dass einfach nicht so wahnsinnig viel passiert. Also zumindest jetzt bei diesen Autorinnen und Autoren, ich weiß nicht, also da war jetzt niemand wirklich, der raus in den Einsatz musste oder so, aber in dieser Bubble war das schon sehr, sehr ähnlich alles. Okay, vielen Dank für jetzt, wir reden nachher alle zusammen nochmal. Danke auch. Benjamin Quadra. Josefa. In den frühen 2000ern fing sie als Kleingeldprinzessin an, dann Dota und die Stadtpiraten, dann nur noch Dota. Sie ist gelehrte Medizinerin, was vielleicht jetzt auch in dieser Zeit spannend ist oder vielleicht auch ihre Sicht auf die Dinge verändert. Sie hat unzählige kleine und große Bühnen in den letzten 20 Jahren erobert. Und ich freue mich riesig, dass sie bereit ist, hier auf dieser kleinen Akutbühne uns Lieder vorzusingen. Please welcome Dota Kehr. Fragen stellen. Wir haben das Glück, dass sie zweimal für uns singen wird. Ich finde es immer spannend, wie mit der Zeit manchmal Lieder eine neue Resonanz gewinnen und plötzlich in einem anderen Licht erscheinen. Und ich bin gestern nochmal über dein Lied Raketenstart gestolpert von 2018 und ich habe richtig Gänsehaut bekommen und das würde mich interessieren, wie du dieses Lied jetzt wahrnimmst. Ja, da kommt immer vor, wir haben die Katastrophe kommen sehen, um das kurz zu erläutern vielleicht. Und es war natürlich schwierig, das jetzt zu spielen, wenn man so schwierig an der aktuellen Katastrophe vorbei hören konnte. Jetzt habe ich es eine Weile nicht gespielt, aber jetzt spiele ich es wieder. Aber es gab auch noch ein paar andere Lieder, das ist sehr laut, glaube ich, oder? Ja. Ja. Es gab auch noch ein paar andere Lieder, oder eigentlich sehr viele, die dann ganz anders klingen, ne? Ja. Im Kontext der Pandemie. Mir einige aufgefallen.
Du hattest vorhin auch schon gesagt, dass Dutta hat dieses Jahr ein Album veröffentlicht, wo sie von Mascha Kaleko Texte auch einverleibt hat und Lieder draus herausgesungen hat und lauter Duets auch mit spannenden Sängern und Sängerinnen. Und dieses Album hat besonders viel Resonanz auch bekommen, obwohl du nicht gleich touren konntest, wie geplant. Woran denkst du, liegt das? Trifft das einen Nerv jetzt in der Zeit von der Pandemie? Ja, das hoffe ich natürlich, oder ich hoffe, dass die, ich nehme diese Texte als sehr zeitgemäß wahr und hoffe, dass es anderen Leuten auch so geht, aber ich glaube, dass tatsächlich die Presseresonanz dann auch sehr praktische Gründe hat, weil einfach viele Veröffentlichungen verschoben wurden und dann hatte ich halt Glück, weil wir haben trotzdem veröffentlicht und dann wurden sehr viele Feuilletonseiten irgendwie frei oder so. Nee, das war auch ein bisschen glücklich dann. Ja. Aber nicht damit zu tun war natürlich schade. Wir spielen jetzt zum Glück einige Open-Air-Konzerte. Ja, auf deiner Website sind ziemlich viele Konzerte angekündigt, die jetzt losgehen und bis zum Ende des Jahres gehen. Naja, bis zum Ende der Open-Air-Saison. Wir spielen genau. Knallhart bis Ende September draußen. Okay. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte Dezember auch. Ja, aber wer weiß, ob das stattfindet. Genau, dann wollte ich dich fragen, wie gehst du mit dieser Ungewissheit um? Oder, da sind zum Glück noch so viele Sachen vorher, dass ich da einfach gar nicht dran denke, ob okay. Das dann stattfindet. Aber ich finde auch schon die Vorstellung, ich glaube, wir haben heute bestätigt, 20. September in Berlin zu spielen. Puh, das kann ja auch ein ganz schönes Regenfest werden. Ja. Naja. Wir freuen. Die Gitarre ist auch sehr laut übrigens. Mich gar nicht anzufassen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf Lieder von dir. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Josefa. Kannst du noch leiser machen? Ich fange aber mit einem Lied an, was keine Kaleko-Vertonung ist, sondern ein Text von mir. Ich widme das Lied allen außer den Verliebten. Ich hatte neulich einen Wespenstich, seitdem ich total panisch bin. Nährwert bleibt davon und den Schmerz nimmt man in Kauf. Die
Stück mit einem Text von mir. Es ist das Titelstück meines letzten Albums, es heißt Die Freiheit. Und ich weiß, der Titel ist sehr groß gewählt, aber das Lied kann das gut kompensieren. Es folgt eine Kaleko-Vertonung mit dem Titel Was man so braucht. Ganz schön kurz, ne? Ist eigentlich ein Duett, ich habe es das jetzt das erste Mal alleine gesungen. Ging, fand ich, so mittel. Wenn man es jetzt nicht gewusst hätte. Naja, als Duett ist schöner. Ja. Jetzt noch ein Kaleko-Text und dann ist Pause. Denn alle müssen ja auch mal atmen gehen. Der Text heißt, es ist ein Gedicht, das sie in ihrem letzten Lebensjahr geschrieben hat und es ist eigentlich recht düster, aber ich fand, es gibt auch was ganz Befreiendes darin. Der Titel ist Resignation für Anfänger. Suche du nichts, es gibt nichts zu finden, nichts zu ergründen, finde dich ab. Kommt ihre Zeit, dann blühen die Linden über dem frisch geschaufelten Grab. Kommt seine Zeit, dann schwindet das Dunkel, funkelt das wiedergeborene Licht. Nichts ist zu Ende, alles geht weiter und du wirst heiter. Oder auch nicht. Zwischen Vergehen und Wiederbeginnen liegt das Unmögliche und es geschieht. Wie und warum waren nie zu ersinnen, neu klingt dem Neuen das uralte Lied. Geh nicht zugrunde, den Sinn zu ergründen, suche du nicht, dann magst du ihn finden. Dankeschön. Wir machen 10 Minuten Pause, ausatmen, unsere Presse kaufen.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Schön, dass ihr noch da seid, genau. Ich sage das immer, glaube ich. Schön, dass ihr noch da seid. Immer wenn ich hier raufgehe, fängt es an zu flackern. Warum? Wir freuen uns jetzt noch auf eine Lesung der großartigen Anke Stelling und dann werden wir so ein bisschen Mini-Umbaupause-Sekunden brauchen, um diesen Tisch hier runterzuräumen. Dann setzen wir die da hin und wir rutschen hier so in den Schatten, hoffentlich nicht, aber. Und dann sprechen wir nochmal über allgemeinere vielleicht Fragen dieser Konstellation und um nicht damit in den restlichen Abend hinauszugehen, spielt uns Dota Kehr dann noch ein paar wunderbare Songs am Ende. Jetzt aber erstmal Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren, stand mit ihren Romanen schon oft auf Long- und Shortlisten, zuletzt unter anderem Bodentiefe Fenster 2015, für den sie auch den Melusine-Huss-Preis bekommen hat. Ihr neuester Roman Schäfchen im Trocknen, Verbrecherverlag 2019, erschienen, noch knapp sozusagen vor Corona, nein, etwas mit Abstand, verdientermaßen mit dem großen Preis der Leipziger Buchmesse und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Verhandelt, kann man vielleicht sagen, Existenz- und Abstiegsängste, nicht zuletzt auch der sogenannten kreativen Klasse, sowie die wahrscheinlich dann doch Unvereinbarkeiten von Job und Elternschaft, wie sie sich durch Corona, nehme ich mal an, jedenfalls so meine Empfindung, noch verschärft haben. Es ist ein schonungsloser, überdreht, witziger, zwischenzeitlich auch und von krasser sprachlicher Energie getragener Roman, aus dem wir jetzt erstmal ein bisschen was hören. Da freuen wir uns sehr. Anke Stelling. Ja, vielen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite. Das Thema hat mich kurz ein bisschen abgeschreckt oder verunsichert. Ich habe gesagt, ich habe doch gar nichts zu Corona. Und dann hieß es aber, ja, aber eben wie Alexander gerade auch schon eingeleitet hat, das hat ja auch Sachen verschärft, die es vorher schon gab. Und dein Roman handelt doch eigentlich auf irgendeine Weise auch schon davon. Und dann ist mir aufgefallen, ja, stimmt natürlich, weil Resi, die Protagonistin, die hat ja vor allem so dolle Angst vor den Herbstferien, wo dann alle Kinder zu Hause sind. Und das war ja auch was sich jetzt verschärft hat. Immer waren alle Kinder zu Hause und diese Passage lese ich deshalb jetzt auch. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Mikrofon, fällt mir aber jetzt erst auf, weil die Berliner Performance-Szene sich angeblich alle auf einem Kölner Festival an einem Mikrofon angesteckt haben. Aber ich halte Abstand, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich muss aufhören, mich vor den Herbstferien und meinen eigenen Kindern zu fürchten. Es ist hysterisch. Was kann passieren, außer dass sich das Bild, das ich von einem gelingenden Familienleben habe, nicht erfüllt? Ich eile in die Kammer und schalte das Notebook an. Es dauert, bis es hochfährt. Dann endlich kann ich eingeben, was sich wie eine Eingebung anfühlt. Erstens, es ist nicht falsch, Kinder zu bekommen. Es ist falsch zu glauben, dass darauf ganz bestimmte weitere Schritte folgen müssen. Zum Beispiel wissen wir schon längst, dass Eltern nicht heiraten müssen, wenn ein Kind unterwegs ist. Wir könnten durchaus auch okay finden, dass keine Freunde zum Topfschlagen eingeladen werden, wenn ein Kind Geburtstag hat. Zweitens, ich kann es nicht leiden, wenn Eltern sich wie Dompteure benehmen und ihre Kinder mit Tricks und Beschwörungen zu einem gewünschten Verhalten bringen, so als seien die Kinder unberechenbare wilde Tiere. Dementsprechend könnte ich selbst mal damit aufhören, ständig zu befürchten, dass sie verderben oder ausrasten, verkümmern oder misslingen, sobald ich ihnen den Rücken kehre. Das ist menschenverachtend und selbstüberschätzend. Drittens, ich habe schon vergangene Woche ausdrücklich beschlossen, dass die Wahrheit dem Menschen zumutbar sei. Also muss ich mich mit ihr nicht in der Kammer verstecken.
Ich wollte meine Kinder gnadenlos aufklären und sie mit Geschichten impfen, also sollte ich die Gelegenheit, mit ihnen zusammen zu sein, dankbar annehmen. Endlich habe ich Zeit, den Kindern die Verhältnisse, in denen ihre Familie sich befindet, darzulegen, abgesehen davon, dass sie es ohnehin am eigenen Leib erfahren. Bea, was machen wir jetzt in den Herbstferien? Resi, nichts. Ferien sind dazu da, dass das Schulsystem nicht kollabiert, dass die Lehrer nicht kündigen, die Schüler nicht aufbegehren. Ferien sind nicht dazu da, dass die Familie was Besonderes zusammen unternimmt. Bea, aber alle machen was Schönes, alle verreisen, außer wir. Resi, dann sind die anderen eben die Verblendeten. Verreisen ist nicht schön, sondern umweltschädlich. Für uns speziell natürlich auch zu teuer und für Paare wie Sven und mich auch zu riskant. Die Trennungsrate steigt nach Urlauben und Feiertagen deutlich an. Und ich habe auch keine Freunde mehr, mit denen du wegfahren oder die du besuchen fahren könntest. Mit den Großeltern ist es auch nicht weit her. Wenn die eine Beziehung zu euch haben wollten, würden sie woher kommen oder euch aktiv zu sich einladen. Das passiert aber nicht. Also haben sie offensichtlich genug mit sich selbst zu tun und kein Interesse. Bea. Aber du hast als Kind so tolle Sachen unternommen. Resi, falsch. Ich habe es immer wieder behauptet, weil ich wie alle dem Mythos der Kindheit aufsaß und mir gewünscht habe, dass es hätte irgendwann in meinem Leben eine richtig glückliche Zeit gegeben. Stimmt aber nicht. Meine Kindheit war genauso doof und langweilig wie deine. Bea, aber die anderen, Resi, glaubst du das wirklich? Steckst du in ihnen drin? Bist du in ihren Ferien mit dabei? Bea, sie posten Fotos davon auf Instagram. Resi, sehr gut. Und du glaubst, was auf den Fotos drauf ist? Du hast mit deinen 14 Jahren immer noch nicht kapiert, dass Fotos nur ein Ausschnitt sind, zweidimensional, eventuell inszeniert, technisch bearbeitet, gepostet, um zu blenden, anzugeben, zu behaupten, dir ein Minderwertigkeitsgefühl zu vermitteln, dich auszustechen, dir den Wunsch nach etwas einzuimpfen, das gar nicht existiert? Nieder mit den Ferien, nieder mit der Kindheit, stoppt Instagram, vernichtet eure Handys, macht die Augen auf und seht, was in Wahrheit hinter den Herbstferien steckt. Ich bin glücklich. Ich bin befreit. Es wird schön werden die nächsten 2 Wochen, wenn ich ganz und gar ich selbst bin und die anderen so wahrnehme, wie sie wirklich sind. Sonntag. Das Jungszimmer stinkt. Ich weiß, dass es noch schlimmer kommen wird, sobald sie älter werden. Noch riecht es nur nach Pupsen und heiß gewordenen Plastik-Metallgehäusen, nach modernden Kerngehäusen und Jacks Zahnspange, die zwischen den abgenagten Äpfeln liegt. Lüftet mal, sage ich, und bekomme ein Brummen zur Antwort. Das kann alles heißen, auch ja, also mache ich die Tür wieder zu. Ich frage Lynn, ob sie mit mir Halma spielt. Muss ich? Nein, ich dachte, du hättest Lust. Ich frage Bea, was sie so macht. Sie sitzt am Schreibtisch. Nichts, wieso? Sie verdeckt das, was sie macht, mit den Armen. Ein Geheimnis? Ein Geschenk für mich? Sie stöhnt und verdreht die Augen. Entschuldigung, war nur ein Spaß. Keines der Kinder braucht mich. Ich kann machen, was ich will. Was will ich denn? Kuchen backen, die Wohnung aufräumen. Den Zustand konservieren, den Moment ins Unendliche dehnen, um dann wirklich frei zu sein. Ich könnte schlafen, mich ausruhen, schließlich ist Sonntag. Im Schlafzimmer sitzt Sven und sieht in den Rechner. Was machst du? Frage ich. Mails. Machst du mit mir einen Spaziergang? Einen Sonntagsspaziergang? Es regnet. Ich starre in den Regen hinaus. Ich kann mich nicht entspannen, sage ich. Warum nicht? Weil die Wohnung schon wieder dreckig ist. Sven lacht. Was ist daran bitte witzig? Gar nichts. Sven wird ernst. Ich dachte, du hättest dich daran gewöhnt. Ich erinnere mich, dass du gestern eine Rede darüber gehalten hast, dass Putzen eine Tätigkeit sei, die kein Ende hat. Ich erinnere mich, dass du Camus zitiert hast. Alles nur Geschwätz, um vor den Kindern anzugeben. Komm her, ich tröste dich. Ich will dich nicht von der Arbeit abhalten. Ich gehe Kuchen backen. Sven hält mich nicht auf. Ich backe Kuchen. Ich besitze den Freibrief, alles zu tun, was mir gefällt, und backe Kuchen.
Ob ich es wenigstens fertig bringe, das dazu benutzte Geschirr, die Schüsseln, Rührlöffel, den Teigschaber und die Form unabgewaschen im Spülstein stehen zu lassen? Das verstreute Mehl auf der Arbeitsplatte, die Krümel in den Ritzen der Dielen? Nein, ich putze. Ich wische das Rührgerät mit einem feuchten Lappen sauber, ich hänge frische Geschirrhandtücher auf. Was ich schaffe, ist, darauf zu verzichten, einen Kaffeetisch zu decken und irgendwen zu rufen, dass jetzt Kaffee trinken sei. Gegen Abend werden die Schreie aus dem Jungszimmer lauter. Als ein Stuhl umfällt, erlaube ich mir, an die Tür zu klopfen. Alles klar da drin? Und höre, fick dich doch, du Hurenscheiße, fick dich! Die Tür geht auf und Kiran kommt raus mit diesem Tunnelblick und den verschwitzten Haaren. Ich brauche etwas, das ich töten kann, sagt er. Wie bitte? Er sieht mich böse an, sehr böse. Ein Tier, sagt er, ein kleines Tier, das ich töten kann. Bea kommt aus ihrem Zimmer. Du weißt schon, sagt sie zu mir, dass Kiran im Sommer auf einen Schmetterling gepinkelt hat, bis der daran ertrunken ist. Ja, sagt Kiran, und es hat Spaß gemacht. Er geht zurück in sein Zimmer, zurück an sein Tablet. Jack sagt zu ihm, lass es lieber. Kiran macht irgendwas mit seinem Tablet, brüllt dann erneut los, ohne Text diesmal, wie ein Tier. Jack hebt die Hände. Ich hab dich gewarnt. Kiran trischt auf den Tisch, tut sich weh dabei, brüllt erneut. Jack sagt affektiert, Mann, Junge, schrei doch nicht so, und fasst sich an den Kopf, als ob er Migräne bekäme. Kiran wirft das Tablet nach ihm. Jetzt weint Jack. Er hat die Ecke des Tablets ins Gesicht gekriegt. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist, ob Jack noch beide Augen hat, ob das Tablet noch geht, ob Kiran vielleicht verrückt ist, tatsächlich ein Tierquäler, ein Sadist oder selbst ein Tier oder ob alle nur simulieren. Ich denke an die 20 Folgen Supernanny, die ich vor Jahren geguckt habe und die immer in Haushalten mit zu wenig Geld und zu vielen Kindern und zu wenig Platz und zu vielen Plüschtieren spielten. Das ist die Art von Leuten, die Hilfe brauchen und ins Fernsehen wollen und sich für nichts schämen und dann über Funk mit Katharina Saalfrank verbunden sind. Lass dich nicht in diesen Streit verwickeln, sagt sie aufmunternd und bestimmt. Du bist die Erwachsene, sieh nach, ob jemand verletzt worden ist, aber kläre das Geschehen später. Gut gemacht, ja. Ich bin stolz auf dich, Resi. Ich sehe Katharina Saalfrank neben dem kiffenden Sven auf dem Balkon stehen, sehr dicht neben ihm, weil es immer noch regnet und beide den Schutz des Balkons darüber suchen. Ja, Sven, ich verstehe die Theorie der Selbstwirksamkeit und ich verstehe, dass du keine Lust hast, Polizist zu spielen. Ich warte, dass sie anfügt, dass die Kinder aber seit heute Morgen an den Geräten hängen, eigentlich schon seit gestern Mittag, wenn man ehrlich ist, und zudem den ganzen Tag nichts als Süßigkeiten essen. Aber nein, nicht mal ein angedeutetes, weiß man doch, kommt über Katharinas Lippen, stattdessen spitzt sie sie und leiht sich Svens Joint. Ich will dazwischen, will geht's noch rufen, genau wie zu den Jungs. Doch da ist schon wieder Katharinas Stimme in meinem Ohr, die sagt, ich soll mich nicht verwickeln lassen und nur eingreifen, wenn jemand ernsthaft verletzt wird. Und ernsthaft verletzt heißt im Unterschichtenfernsehen Blut und Schusswunde, nicht enttäuschte Gefühle und beschädigte Utopie. Da kiffen zwar ein bisschen zusammen, come on. Ich setze mich aufs Sofa. Es stinkt auch hier, obwohl ich doch vorhin geputzt habe. Svens Handy liegt auf der Sofalehne und piepst in regelmäßigen Abständen, ruft nach Strom. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht zu Boden werfe und darauf herumtrample, um es zum Schweigen zu bringen. Ich muss es schaffen, nur an mich selbst zu denken, Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen herzustellen. Wo sind sie nur, meine Bedürfnisse? Kammer ist nicht, keine Ruhe und Aufspaltung, kein über mich schreiben, über mir schweben, mich zur Figur machen, mich über ein Spielbrett bewegen. Gott sei Dank gibt es Katharinas Stimme, die mich navigiert, vom Sofa wieder hoch und zu Sven auf den Balkon, wo ich mit ihr eins werde. Ich stehe neben Sven und rieche den Regen, die nasse Stadt, dazu Svens Rauch und den Backdunst in meinen Haaren und Kleidern. Ich schwanke ein bisschen, setze mich vorsichtshalber mit halbem Po aufs Fensterbrett, lehne den Hinterkopf an die Scheibe. Das ist gut. Ich atme tief durch. Sven dreht mir eine Zigarette. Ich rauche. Sven und ich rauchen schweigend und halten es aus. Montag, Dienstag, Mittwoch. Keine Kammer, keine Wörter,
keine Möglichkeit zur Transformation. Ich übe mich im Existieren. Ich denke an Mahlzeiten, an die Zutaten dafür und ob es sie bei Netto gibt oder ich doch zu Rewe muss. Ich freue mich, dass ich einkaufen kann, genügend Geld dafür habe. Ich mache mir bewusst, dass niemand von uns hungern muss. Ich sage mir, dass keines der Kinder im engeren Sinne verletzt ist oder wird, indem es nur rumhängt, YouTube-Videos guckt und Schokolade isst. Ich räume stetig auf, verbiete es mir jedoch, Kuscheltiere wegzuwerfen oder sonst welche Dinge, die mir nicht gehören. Ich bleibe in Bewegung und zwinge mich, dabei nicht ärgerlich darüber zu sein, dass ich mich bewege, während andere im Bett liegen. Ich zwinge mich, Mahlzeiten nur für mich selbst zuzubereiten und alleine einzunehmen. Ich zwinge andere lediglich, ihre eingetrockneten Müslischalen in die Spülmaschine zu stellen. Ich halte durch. Ich zwinge mich zu akzeptieren, dass wir fast nichts miteinander reden. Ich übe mich in Schweigen. Ich zwinge mich zu akzeptieren, dass mein Begehren sich verabschiedet. Ich übe mich in Enthaltsamkeit. Ich kämpfe Wünsche und Vorstellungen nieder, bis ich gar nicht mehr weiß, was ich will. Ich übe mich in Orientierungslosigkeit, irre durch die Zimmer und vergesse, was ich dort tun wollte. Ich gehe auf den Balkon, ich rauche. Ich bin fürchterlich müde. Ich gehe zur selben Zeit wie Lynn ins Bett. Etwas in mir wird ruhiger. Etwas in mir fällt völlig aus. Ich krieg Lust, Glücksspiele zu spielen. Stundenlang würfle ich mit Lynn und Kiran. Ich werde süchtig nach Candy Crush Farm Heroes 2048. Ich bitte Jack, dass er mir die Spiele auf mein Handy lädt. Ich mag, dass Jack das kann und wie er dabei aussieht. Jedes einzelne meiner Kinder erscheint mir souveräner als ich. Lynn liegt auf dem Rücken und übt, ihren Bauch so weit wie möglich vorzuwölben und einzuziehen. Kiran baut aus kleinem Lego einen Turm, der höher ist als er selbst. Bea sagt, wenn es mir tatsächlich gelingt, mir keine Vorstellung von etwas zu machen, weil das Bild ja vermutlich verlogen ist und sowieso niemals erreicht werden kann und ich mich damit nur selbst unter Druck setze, coole Ferien oder gutes Aussehen oder glückliches Leben, du weißt schon all das. Woher weiß ich denn dann, dass dieses im Moment Leben nicht auch nur ein Bild ist, eine Idee von jemand anders, mit der er mich unter Druck setzen und klein halten will? Hm? Danke. Das ist das Super-Spreader-Event. Das ist mir tatsächlich auch gerade erst eingefallen. Bin ich als schuld. Als ich so davor stand. Also man kann ja gar nicht blöd genug sein. Hat es sich denn dein Corona-Lockdown-Leben als Autorin und Familienmanagerin tatsächlich nochmal verschärft, potenziert von dem, was wir jetzt gehört haben? Lief es anders, lief es besser, lief es schlechter? Nee, ich war tatsächlich, also ich hatte nicht mehr so dran gedacht, aber als ich das dann rausgesucht hatte, dachte ich, nein, genau, es ist schon niedergeschrieben und deshalb ja offensichtlich auch auszuhalten, nachzulesen, ja. Ich glaube, was Benjamin vorhin schon gesagt hat, also eigentlich ist man es gewohnt, ist auch die Selbstorganisation und Selbstmotivation und sowieso so das Homeoffice und so weiter eigentlich gewohnt, aber wenn das dann plötzlich alle machen, dann kommt es einem doch auch wieder neu in die Quere, so irgendwie. Und dann hat es ja auch länger gedauert als so 2 Wochen Herbstferien. Also wir haben gerade irgendwie ein jetzt 10 Monate altes Baby und einen 10-Jährigen. Und die Gleichzeitigkeit davon mit der Situation, dass 2 Leute eigentlich zwischendurch auch nochmal was arbeiten wollen, muss ich sagen, war zwischenzeitlich echt hart. Weil, also wenn man nichts anderes zu tun gehabt hätte, als sich mit den Kindern zu beschäftigen, wäre es vielleicht irgendwie schön, idyllisch oder sonst was gewesen. Aber so war es eine große
Angelegenheit, von wegen, ich muss jetzt mal 3 E-Mails schreiben, nimm du mal das Baby. Nein, ich muss aber. Und das Kind hat seit 3 Stunden oder 5 Stunden oder 7 Stunden nichts gegessen. Und ich habe aber das Gefühl, deswegen jetzt noch eine Frage, bevor wir dann die Runde umbauen und öffnen, was das ist in deinem Buch vor allem eine ganz auf eine tolle, durch die Erzählstimme quasi transportierte Art klar, nochmal klar gemacht wird, dass es ja vor allem eine weibliche, Klammer auf, selbst, Klammer zu, Ausbeutung ist. Vielleicht auch immer mit der, ein Kapitel heißt, oder was, glaube ich, daraus gelesen heißt, Scham, die Scham, immer mit dem implantierten Schamgefühl von, ich muss das doch alles gleichzeitig können, warum funktioniert das nicht, oder es muss doch funktionieren. Im Hinterkopf, ob Mann, Frau will oder nicht, hat sich am Geschlechterverhältnis im Familienleben doch irgendwas geändert. Am Anfang gab es ja zu allen möglichen so euphorische, utopische Ideen, Mensch, alles wird irgendwie besser, Männer im Homeoffice und gleichzeitig am Herd, es wird alles, was bisher nicht ging, und die, ne, wird jetzt doch gehen, oder war es vielleicht mein Gefühl mittlerweile, vielleicht liegt das aber auch nur an mir, zementiert es doch eher das, wie es vorher auch schon war? Oh, wie immer beides wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass Einzelne auch Erfahrungen geschenkt gekriegt haben, praktisch durch die Situation, die sie sonst nicht gemacht hätten. Und das dachte ich auch, als du meintest, mit dem ist ja gleichzeitig aber auch gut, was arbeiten zu wollen, / zu müssen, weil also das habe ich auch gerade vorgelesen, dieses Konzentriertsein eben auf die Kinder und darin dann aber glücklich sein zu wollen oder dann eben auch wieder der Anspruch da, dann alles für die dann regeln zu wollen, ist, hat ja auch diese schlimme Schattenseite. Aber gleichzeitig ja, also gibt es, glaube ich, auch gibt's auch wieder Zahlen jetzt schon dazu, wer dann letztlich wirklich zu Hause bleibt, wer und die mentale Last trägt und eben schneller dann auch in der Schuldabteilung, sagt meine Paartherapeutin dazu, landet. Und dass das vielleicht doch auch eher die Mütter sind als die Väter, wobei, persönliche Schicksale sind ja das, was mich mehr interessiert oder was ich denke, wozu auch die Literatur gut ist, um die zu erzählen. Und da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass vielleicht ein Corona-Roman mit einem Homeoffice-Papa ganz interessant sein könnte. Möchtest du alle Corona-Romane und Gedichte, die jetzt entstanden sind oder entstehen werden, lesen? Oder? Na, es hat sich ja auch so ein bisschen durchgesetzt, dass man davor Angst zu haben hat. Aber als ich jetzt den Kollegen am Anfang gehört habe, dachte ich, nee, ist doch super. Es ist ergiebig und ich find's gut, sich mit allem zu beschäftigen, was vorbeikommt. Das war fast schon ein Schlusswort, aber nein, ein Überleitungswort dazu, dass wir jetzt alle nochmal auf die Bühne bitten. Wir machen ja ein bisschen Platz. Wir stellen uns in die Ecke. Hier kann man irgendwie, es gibt leider nur Klopapier in diesem Haus, Mikros desinfizieren, wenn man möchte. Kommt doch bitte alle gelesen und Musik gemacht Habenden und noch weitermachen Werdenden einmal zu uns vor. Wir stellen uns hier in den Schatten, wo jetzt die Kamera nicht sieht. Und Josefa hat einen ersten Fragencluster, oder? Aber ich glaube, da sieht man uns jetzt wirklich nicht, deswegen. Ich drehe mal das hier ein bisschen. Ja, ich würd gerne einfach mit dem Alltag anfangen und eurer künstlerischen Praxis. Wie hat sich das verändert jetzt in dieser Zeit?
du hattest gerade gesprochen vom Homeoffice, wir sind es ja alle gewohnt. Ich habe auch gedacht, als der Lockdown passierte, allein sein, das trainiere ich seit 20 Jahren. Aber trotzdem, es hat sich viel verändert und uns interessiert, wie das sich bei euch jeweils ausgedrückt hat, diese Veränderung. Wer fängt an? Ich. Gut, das ist natürlich bei Literaten viel ausgeprägter. Also ich hatte schon eigentlich vor, zu proben und ins Studio zu gehen und dann wurde es in der Band sehr kontrovers diskutiert. Es war nämlich genau Ende März und dann waren manche der Meinung, na, jetzt sollten wir erstmal abwarten und fanden es irgendwie zu heikel. Dann haben wir es halt verschoben und ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, was soll denn im Mai anders sein? Und so, ein bisschen so war es dann auch. Weil gut, Studio, wir waren jetzt irgendwie zu viert in mehreren Räumen, also das ist auch nicht so, ich glaube, objektiv nicht so gefährlich. Ich fand es sehr schwer zu schreiben. Also ich konnte irgendwie keine neuen Lieder schreiben, weil dieser Sog, den es hat, dass man irgendwie weiß, dass es auf die Bühne gehört und dahin soll, der fehlte halt, weil so auf unabsehbare Zeit ja mir erstmal schien, dass es keine Konzerte geben wird. Das ist jetzt ein bisschen anders zum Glück, aber ich habe mich dann auch an einem Kinderbuch versucht. Mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, das ist übrigens immer noch so ein bisschen laut, oder vielleicht? Ja, es halt ein bisschen. Was rausziehen an hohen Frequenzen. No, it's too loud. There's some feedback. Maybe you could get rid of the frequencies. Ja, cool. Danke. Wie kam der Impuls für ein Kinderbuch? Also das ist ja, war sowas schon mal davor da oder ist es wirklich durch die... Ich kann nur in Reimen schreiben. Ich brauche irgendwie diese Leitplanken der festen Form und dann dachte ich, okay, Kinderbuch, das geht irgendwie durchgereimt. Wobei mir jetzt auch schon der Verlag gesagt hat, es ist zu gruselig. Es geht nur für sehr große Kinder. Und die wiederum wollen es dann vielleicht auch nicht gereimt. Ich glaube, es hat eigentlich keine Chance. Aber vielleicht kann ich es irgendjemand andrehen, der eine Graphic Novel draus machen. Anke, wie war das bei dir? Wie hat sich deine künstlerische Praxis verändert oder neue Dinge entstanden? Mir, ich hatte im letzten Jahr ja wahnsinnig viel Betrieb durch eben diesen Preis und dann sehr viele Lesungen. Deshalb fand ich es persönlich erstmal nicht so schlimm, dass das abgebrochen wurde. Aber dann auch da habe ich gemerkt, nee, das gehört inzwischen auch dazu. Also nicht unbedingt eigene Lesungen, aber auch Lesungen zu besuchen und vielleicht auch nicht unbedingt der Literaturbetrieb als Ganze, aber so die kleinen Betrieblichkeiten, die man hier in Berlin ja haben kann und das Treffen mit Kolleginnen und Kollegen ist doch sehr wichtig. Und dann kam noch dazu, dass die Daniela, die Dramaturgin, mit der ich zusammenarbeite, auch sich dann selbst in Quarantäne begeben hat. Und dann kam dazu, dass ja wirklich auch Kolleginnen und Kollegen krank wurden und zum Teil auch schwer krank. Und so hat das dann... hat das dann doch auch an konkreterer Bedrohung zugewonnen. Und da dann aber wiederum was mitzumachen, da hatte ich dann das Gefühl, nee, das ist wirklich noch viel zu früh. Also ich befinde mich auch selber in so einer Zwischenphase. Also
worum soll es überhaupt gehen jetzt als nächstes, aber eben auch, ja, wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen über, ich glaube nicht wirklich, dass die Welt untergeht, aber ich bin ja sowieso, das hat man ja auch in Schäfchen im Trockenen lesen können, immer so ein bisschen am Zweifeln, was kann, soll, muss Literatur auch im wirklichen Leben leisten vielleicht. Und das scheint mir auch nochmal komplizierter geworden zu sein, aber vielleicht ja auch nur für mich persönlich, also da muss es halt weitergehen. Benjamin, du hast ja ein durch das Corona-Tagebuch dann gleich sozusagen wie so eine Aufgabe gehabt. Wie sehr hat sich das in deinen Alltag vermischt oder wie viel Platz hat das eingenommen? Ja, aber das war dann tatsächlich auch die einzige Aufgabe, die ich hatte, weil das Problem war bei mir so ein bisschen, dass ich wäre eigentlich auf Lesereise gegangen, ich hatte wahnsinnig viele Lesungen und das wäre so meine Tätigkeit gewesen für jetzt diese kommenden Monate und die konnten halt nicht stattfinden, das heißt, ich war eigentlich arbeitslos und ich bin ganz schlecht darin, keine Tätigkeit zu haben, also ich fand das hat mir nicht gut getan. Und dann war das so, dass dieser Roman ist fertig, das heißt, es ist ein Folgeprojekt, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich bin nicht jemand, der sich dann hinsetzt und so das nächste Buch schreibt, das dauert bei mir. Insofern war da irgendwie ganz viel Druck da, irgendwie, den ich mir aber auch selber gemacht habe. Deswegen war ich sehr dankbar, dass es dieses Corona-Tagebuch gibt, weil ich das dann halt machen konnte und sonst habe ich viel so bürokratisches Zeug gemacht. Hast du aufgeräumt? Ja, nee, aber so zum Beispiel so, ich glaube, meine Steuererklärung wird dieses Jahr so geil, weil ich habe wirklich alles gesammelt und abgelegt und so Zeug. Also ich musste mich wirklich selber irgendwie beschäftigen, was ich schon schwierig fand. Ja. Aber jetzt ist ja alles vorbei. Asmus, musstest du dich auch beschäftigen? Oder hat ja, was heißt ich musste? Ne? Ich war beschäftigt mit verschiedenen Tätigkeiten, Aufträgen. Also ich hatte, also so ich war so 3 Wochen in Quarantäne und danach hatte ich eine Herausforderung und die klingt im Vergleich zur Herausforderung sozusagen in der Familie umzugehen, völlig lächerlich, aber es war trotzdem eine. Ich habe so die Angewohnheit, sozusagen meinen Ort zu verlassen in Berlin und wohin zu fahren. Ich habe meist in der Bibliothek gearbeitet, ja, von der Humboldt-Universität. Und da hatte ich dann so eine Ruhe, ja, da war so ein Schreibtisch mit einer Ruhe und irgendwann ging ich da wieder weg. Und das ging ja dann nicht mehr. Das heißt, plötzlich war halt das Wohnen und das Arbeiten, was eigentlich für Schriftstellerinnen völlig normal ist, aber war dann, ich musste mich dran gewöhnen, ja, das hat ein bisschen gedauert. Und dann fand ich eine Herausforderung schon, einerseits die Dinge zu schreiben oder auch zu bearbeiten, die vielleicht sowieso anlagen. Mir ist übrigens nachher klar, im Moment war mir das gar nicht klar, aber das Erste, was ich geschrieben habe, war noch, ich war in einem Essay und in dem Moment, wo ich sozusagen in den Lockdown ging, ging es um Ovid und eine Szene aus Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick, wo sein Verführer und die eine der Hauptdarstellerin sozusagen so einen Flirt haben und ganz eng tanzen. Also ich habe sozusagen das Erste, was ich gemacht habe, ich habe über eine Eng-Szene geschrieben, die es überhaupt nicht mehr gab. Ja? Das war ganz interessant. Aber das war sozusagen hilfreich, weil das schon auf dem Tableau war sozusagen. Aber dann fand ich eine Herausforderung, also ich finde, wenn man schreibt, ist es immer hilfreich, einen gewissen Abstand zu haben. Ja? Also man schwimmt nicht in einem Strudel und schreibt dann über den. Aber gleichzeitig war es so eine Echtzeitkaskade von Informationen und auch von Dringlichkeit. Also mich hat es am Anfang unglaublich aufgeregt, dass sozusagen alle so archaisch reagiert haben, die Grenzen geschlossen haben und so weiter. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass in unserem geliebten Italien, ja in Norditalien, in Bergamo und Mailand, dass die noch nicht mal genug Betten haben und hier denken alle nur darüber nach, ob das jetzt vielleicht cool ist oder nicht so cool, im Lockdown zu sein. Und das ist, plötzlich war das so eine Kaskade von Ereignissen und das Gefühl, darauf reagieren zu wollen und da auch vielleicht so eine Verantwortung zu spüren, irgendeine Weise schreiben, tätig zu sein, aber gleichzeitig auch das Gefühl zu haben, nee, ich kann da jetzt sowieso nichts machen oder nicht direkt jedenfalls und ich bin auch das ist zu sehr in Echtzeit, als dazu so wirklich klug oder überlegt, was zu schreiben. Das fand ich eben auch noch mal eine besondere Herausforderung. Ne? Also dieses
ist ja so ein Buch erschienen, ich habe das gar nicht gelesen, aber bei Reclam von einem Schweizer Philosophen und einem Deutschen, glaube ich, Philosophieren in Echtzeit. Ne? Und das kam, glaube ich, im Mai raus. Das haben sie sofort geschrieben über Covid-19. Dann dachte ich, ja, das ist eine Methode. Ne? Und vielleicht muss man das machen, aber ich finde es schwer. Dota, du hattest ja auch so einen Moment von Verantwortung oder wo du plötzlich Resonanz in deinem Medizinstudium, wo du plötzlich dachtest, okay, vielleicht muss ich an die Front. Oder ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe tatsächlich das erste Mal, seit ich das Studium abgeschlossen habe, mal kurz darüber nachgedacht, wieder in dem Beruf zu arbeiten. Eigentlich, ja, weil halt im RBB mehrmals diese Aufforderung kam, an die medizinisch vorgebildete Bevölkerung sich irgendwie zu melden. Und dann habe ich das auch gemacht, aber habe die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich melden die sich nicht. Ich habe auch geschrieben, dass ich seit 10 Jahren nicht in dem Beruf gearbeitet habe und mich natürlich gerne einarbeiten könnte. Naja, und dann kam irgendwie, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir melden uns. Und dann haben sie sich zum Glück nicht gemeldet. Ich meine, man hat ja auch mitgekriegt, dass es diesen Engpass zum Glück in Berlin ja nicht gab. Ja, wer weiß. Magst du übernehmen, Alexander? Ich habe da gerade so bequem in der Ecke gehockt und euch zugehört. Das war eigentlich ganz angenehm. Wir haben so viele Fragen noch, die wir natürlich alle nicht stellen können. Aber ihr redet ja auch, Gott sei Dank, ohne dass man euch fragen muss von den wichtigen Sachen. Gibt es eine neue Dringlichkeit irgendwie in eurem Leben und Schreiben? Da ausgelöst vielleicht durch diese Pandemie? Erstens und zweitens, Asmus hat schon darüber gesprochen, bei Gedichten kann man ja vielleicht offensichtlich doch irgendwie auf eine Art schneller reagieren auf manchmal, auf solche Situationen. Also zweite Frage, wollt ihr eigentlich aktuell überhaupt, würdet ihr wollen, da in irgendeiner Form Texte und Songs drüber zu schreiben oder ist für euch zumindest gerade persönlich die Aufgabe vielleicht eher gegen Welten oder gegen Songs zu singen, zu schreiben? Es ist ja Bestandteil des kollektiven Erlebens, es wird auf jeden Fall irgendwie vorkommen, aber ich glaube, irgendwo brauchst du ja noch die Idee für den Winkel, aus dem man darüber schreibt, die ist ja genauso schwer zu finden, wie die Idee über irgendwas auf der Welt zu schreiben. Also so geht es mir jedenfalls damit. Ja, ich hatte, glaube ich, auch so, also was Anke vorhin gesagt hat, dass es bei mir gab es immer wieder diese Fragestellung, was macht man denn jetzt eigentlich, wenn man schreibt? Also es gab so ein Gefühl auch von, also ich hatte das so ein bisschen von einer Nutzlosigkeit auch, weil ich dachte, okay, die Leute, die jetzt gerade wirklich was leisten, das bin halt nicht ich. Also ich sitze hier zu Hause und fühle mich nicht so gut. Aber ich habe so keinen Einfluss auf die Welt. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, was denn der Beitrag von Kunst, von Literatur, was auch immer, langfristig sein könnte. Und ich bin zu keiner Lösung gekommen, aber ich finde es, also bei mir hat es nochmal diese Frage verstärkt, was ich damit denn eigentlich möchte. Also ich habe mir diese Frage vorher auch schon gestellt, aber diese Frage hat eine neue Dringlichkeit, glaube ich, gekriegt, so für mich selber. Ja. Ja, also mir ging es ähnlich, also mir war klar, sozusagen, da gibt es gerade Personal, also die im Supermarkt gearbeitet haben, die habe ich sozusagen als bedeutsamer in ihrer Tätigkeit weitaus bedeutsamer erfahren, als sozusagen, was ich mache. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, okay, das ist eine Irritation und das Spannende ist ja eigentlich, dass es plötzlich ganz neue Verhältnisse schafft. Ne? Also wie gesagt, ob jemand eine Familie hat oder nicht, macht immer schon einen Unterschied. Ne? Oder hat plötzlich nochmal eine ganz neue Situation geschaffen. Welchen Beruf man hat, welchen nicht, ja, wo man lebt, wie groß das Zuhause ist, lebt man in der Stadt, auf dem Land. Plötzlich waren sozusagen neue Sachen auch bedeutsam. Und ich meine, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es sozusagen eine Situation, die nochmal etwas akzentuiert, was sowieso in den letzten Jahren immer präsenter wird, nämlich dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich in einer neuen Epoche leben, in der es einfach nicht mehr geht. Also sozusagen geht nicht darum, dass es vielleicht moralisch und politisch nicht in Ordnung ist, sondern sozusagen unsinnig, nur noch isoliert zu denken. Also es ist sozusagen, that's ancien regime, ja, das passt nicht mehr. Und
Stichwort dafür, geologisch gesehen, ist das Anthropozän, und diese Epidemie ist auch ein Ausdruck dieses Anthropozäns. Und ich habe gedacht, dass es tatsächlich eine Aufforderung ist, wirklich zu denken. Und ich kann eigentlich am besten denken, wenn ich schreibe, auch wenn ich lyrisch schreibe oder anders. Und da dachte ich halt, okay, das ist erstmal für mich auch eine Form der Vergewisserung. Und gleichzeitig denke ich immer, wenn man denkt, wenn man überlegt, wenn man schreibt, ist es natürlich ein kommunikativer Prozess. Das heißt, man lädt auch andere ein, an dieser Vergewisserung teilzuhaben und ihre eigene Stimme beizutragen. Das ist halt meistens indirekt. Aber letztlich ist das ja ein hochdialogischer Prozess. Und deshalb dachte ich, okay, go for it. Ja? Also probieren, ohne zu wissen, was da jetzt konkret rauskommt. Um zu wissen, ich muss das jetzt irgendwie managen und ne, dann ist wieder normal, sondern... No, I have no clue. Ja, ja, ich glaube auch in dieser komischen Zange von was mache ich hier eigentlich und ist das sinnvoll auch für andere oder und dann aber auch so doch klar, weil ich will ja auch was lesen und mir ging es eigentlich auch so, also ich will ja eben auch nicht nur was essen, sondern ich Oder eben, man guckt ja dann auch Netflix ohne Ende, auch wenn man nicht liest. Und das sind auch Geschichten und die müssen auch geschrieben werden und sind Figuren, die müssen entwickelt werden. Also ich hatte eigentlich schon das Gefühl, wir sind total systemrelevant. Und, aber ob ich das dann auch bin, also das meine ich mit der Zange. Also, und wer jetzt eigentlich wirklich nach meinem Buch greift, um Trost zu finden. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich hatte dann schon... Ich war so ganz, ganz froh, weil ich hatte ja doch von mehr als sonst in den letzten 25 Jahren von Leuten gehört, die meinten doch, wenn ich was von dir lese, dann tröstet mich das. Und das hat mich auch so ein bisschen, da konnte ich mich dann zwischendurch dran erinnern, wenn ich dachte, nee, das, was ich mache, ist es nicht das, was Literatur zu oder Bücher zu einem Lebensmittel machen. Ich fand sowieso das Lesen irgendwie wichtig geworden ist in der Zeit. Also ich hatte auch mehrere Nachbarn, die bei mir geklingelt haben, gefragt haben, was hast du in deinem Buchregal oder sich Sachen, Bibliotheken waren ja zu. Also ich hatte auch mehr Zeit, also dadurch, dass man abends nie wegging. Also ich weiß nicht, wie das euch ging, habt ihr plötzlich mehr gelesen oder einfach mehr Netflix geguckt? Aber ich auf eine Art entsteht ja dann auch eine andere Systemrelevanz, auch wieder, wenn Bücher so in den Vordergrund gehen, also treten. Zumindest durch den Alltag. Also ich habe da kurz noch eine Bemerkung zu. Also ich würde sagen, ja, ich habe immer gelesen, ich habe auch Netflix geguckt natürlich und mir war auch wichtig, so richtig gut zu kochen, also was ich gut, ne, aber sozusagen dann so, jetzt ist das Abendessen da, so diese Riten. Aber was ich interessant fand, war nicht nur die Tatsache, dass natürlich viele gesagt haben, was mache ich jetzt mal in meiner Zeit, und dann haben viele gesagt, da kann ich mehr lesen, ne, wenn ich sozusagen die Kinder auf der Nase umtanzen oder dann doch der Job so systemrelevant ist. Aber das, ich habe mal beobachtet, sozusagen, was passiert hier eigentlich gerade aktuell und wie geht das weiter? Und sowohl die Entscheidungsträger in der Politik als auch die publizistisch Aktiven sozusagen in Zeitungen, in Medien und so weiter, die haben ja alle geschrieben und die konnten auch nur schreiben, weil sie wiederum was anderes, zum Beispiel Nachrichten aus Taiwan, aus China, aus Südkorea, so gelesen haben. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die meisten hier diesen wunderbaren Podcast von Christian Drosten gehört, und gab es natürlich auch andere. Und mir ist mal aufgefallen, ein ganz häufiges Verb in diesem Podcast war lesen. Natürlich hat er nicht gesagt, ich lese gerade Tolstoi, sondern der hat Studien gelesen. Ja? Aber das heißt, im Grunde ist die digitale Revolution auch eine Voraussetzung unserer Fähigkeit, mit so einer Pandemie umzugehen. Ja, und plötzlich wurden Echtzeitstudien auf Servern abgelegt, irgendwo in Korea, irgendwo in Kanada. Und da sitzt halt jemand und sagt, ich lese das und dann spreche ich darüber eine halbe Stunde. Und dann haben andere wieder zugehört und haben sich vielleicht selbst Notizen gemacht. Also dieser Prozess von Schreiben und Lesen, also sozusagen eine der ältesten Kulturtechniken, selbst wenn es jetzt nicht um Roman oder Gedichte immer ging, war absolut und ist noch essentiell. Und ich glaube, das muss man sich einfach mal klar machen. Auch die Politiker, die haben dann gesagt, die haben irgendwelche Berichte gelesen von irgendwelchen Virologen oder so. Da ist ja nicht gesagt, dass dann immer das Richtige bei rauskommt, aber die pure Tätigkeit war plötzlich, wo man sagt, ja, eine der wichtigsten Tätigkeiten, die es gerade gibt, ist Lesen. Und fand ich bezeichnend. Ja. Lesen war gut, aber Tanzen hat gefehlt, fand ich. Das stimmt. Und die größere, die gesellschaftliche Perspektive, wie seht ihr es? Also am Anfang hatte man das Gefühl, in so Solidaritätswellen irgendwie, auch im Alltag. Und
und nach einer Anlaufschwierigkeit sozusagen, irgendwie so Abstandsrespektgesten und so Zeugs, auch in der Supermarktkasse und zuletzt jetzt mit den 10.000, 20.000 Leuten, die irgendwie gegen Masken demonstrieren und Ähnliches und auch wenn man so durch Kreuzberg und Neukölln zumindest läuft, haben wir noch das Gefühl, dass es vielleicht doch eher ein Katalysator für nicht nur das Gute im Menschen ist und das ist ja der Putz sozusagen der Gesellschaft noch schneller bröckelt. Wie ist eure Wahrnehmung davon? Oder was ist eure Vorstellung? Wird es irgendwie in zwei Jahren Bürgerkrieg geben, weil Corona das noch vorangetrieben hat? Oder gibt es doch irgendwie neue Möglichkeiten des Miteinanders, der Solidarität, Kommunikation, der Projekte, Ideen, Kunst? Große Frage, ich weiß. Letzte Frage vielleicht auch, vorletzte. Ich habe kurz eine andere Frage. Kann man diese Lampe ausmachen? Sie irritiert mich wahnsinnig. Zuck. Warte mal, ich gehe mal hin. Ich muss. Alexander kümmert sich um die Lampe und ihr könnt ja auf die Frage eingehen. Also ich habe jetzt so im persönlichen oder sage ich in meinem beruflichen Bereich das sehr positiv wahrgenommen, weil natürlich ja allen Leuten klar war, dass die Bands jetzt überhaupt nicht spielen können und alle ihre Touren absagen mussten und wir uns alle fragen, wovon wir leben sollen, dass schon Leute diese Streaming-Konzerte geguckt haben und dann eben auch gespendet haben und so. Klar, sowas hat halt irgendwie eine begrenzte Dauer. Wenn es jetzt irgendwie noch 2 Jahre so weitergeht, dann denkt man vielleicht nicht mehr in erster Linie an die ausfallenden Konzerte. Aber ich glaube, jetzt eine große Tendenz daraus abzuleiten, ist nicht möglich. Es gab halt diesen einen Moment am Anfang, wo man dachte, jetzt, da ist die große Menschheitsherausforderung, vor der wir alle gleich sind. Und dann sehr schnell hat sich natürlich auch wieder rauskristallisiert, dass die vorher schon besonders schutzlos waren und in besonders prekären Umständen gelebt haben, dass es die viel härter getroffen hat und andere sich ach so viel darüber bemitleidet haben, dass sie jetzt ihr Haus nicht mehr so viel verlassen oder was auch immer. Also die Frage ist so riesig, dass ich gar nicht weiß, ob ich die beantworten kann. Also bei mir persönlich war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich sehr viel Solidarität erfahren habe in meiner Situation, weil es dann Veranstalter gab, die haben gesagt, oh, der arme Debütant, der kann nicht lesen, aber wir mal schauen, dass er dann doch irgendwann darf und so. Also da habe ich mich schon sehr aufgehoben gefühlt, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass diese ganze Krise schon so Sachen verstärkt, die eh schon da sind und Sachen freilegt, die mir eher so ein bisschen Angst gemacht haben und die mich langfristig nicht optimistischer gemacht haben. Also ich weiß nicht, ich hatte so eine Situation in einem Supermarkt, da war so ein Typ, der war so komplett in Radausrüstung gekleidet und hatte so eine riesige Maske und stand dann vor dem Brötchenfach und hat dann so reingegriffen und sich so ein Brötchen rausgekrallt und dann hat die Frau neben ihm gesagt, ja, so eine Maske anhaben, aber mit bloßen Händen ins Brötchenfach greifen. Und dann ist er ausgerastet und hat geschrien, meine Hände sind desinfiziert. Und da hat sich in diesem Supermarkt eine Szene abgespielt, wo ich so dachte, oh mein Gott, also was, da war so, und ich meine, dieser Supermarkt, das ist für mich das Gewöhnlichste, was es gibt, das ist für mich Normalität. Und dann nur schon diese Regale zu sehen und da ist kein Klopapier, das sind so Sachen, die mir als Millennial irgendwie Angst machen, weil ich das nicht kenne. Und dann, also mich hat das, glaube ich, schon verunsichert, einfach das so mein persönliches Ding, was ich da für gesamtgesellschaftliche Schlüsse daraus ableiten kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist beruhigt sich irgendwie wieder und entspannt sich so ein bisschen. Ich weiß nicht, das war im März und deshalb weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war, irgendeine kluge Frau, die das geschrieben hat und ich weiß ihren Namen nicht mehr leider, aber ich versuche es zu rekapitulieren irgendwie, dass man jetzt was hat, also was Konkretes für diese ganze ewige, unterschwellige Angst. Und das ist zwar immer noch irgendwie was nicht Greifbares, aber
aber es passiert was und damit habe ich mich schon identifiziert, weil ich das Gefühl, also ich bin ja eben kein Millennial, sondern ein, weiß ich nicht, was bin ich eigentlich? Generation X war ich, glaube ich. Ich bin Generation X und bin ja praktisch, also zuerst war Waldsterben und dann war Tschernobyl und dann und die ganze Zeit war Kalter Krieg und dann war wieder Fremdenfeindlichkeit und also es war ja immer irgendwas und Ozonloch und ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht Angst hatte vor dem Menschen als Krankheit der Erde und vor dem Untergang und der Apokalypse, die ja vorhin auch schon verschiedentlich bedichtet und besungen wurde. Und deshalb hat es auch sowas, und das war vielleicht auch mein Moment der Hoffnung, wo ich dachte, so, und jetzt geht's los und jetzt machen wir echt endlich was, weil das ist jetzt wirklich die Quittung, verdammt nochmal. Und das passiert ja einfach immer noch nicht und das macht mich einfach nur wahnsinnig müde, aber meine Müdigkeit kann auch mit meiner Generation X-Haftigkeit zu tun haben, weil es vielleicht dann auch Midlife-Crisis und Verzweiflung und dann eben noch die Kinder, denen man erklären muss, ja, wir waren's, wir haben es runtergerockt, wir haben die Globalisierung mitgemacht, wir haben die ganzen Brennstoffe verbrannt und verfahren und verflogen und ihr habt das jetzt und das ist wirklich schlimm. Damit wir noch an einem, ja, vielleicht einen Zukunfts-, nicht ganz so düsteren Zukunftsdenken unser Gespräch zu Ende bringen. Jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Muss das ja auch gekriegt. Mal sagen dürfen, oder? Ja, nee, das ist super. Du hast es auch toll gesagt. Sehr gut gesagt. Ja, es war super gesagt. Wir würden gerne noch wissen jetzt am Schluss, was habt ihr für Pläne künstlerisch? Was steht jetzt als nächstes an? Was habt ihr vor? Soll ich sagen? Ich weiß schon. Ja. wir sind im Studio und bringen am 19. April nächsten Jahres ein Album raus. Corona oder nicht, völlig egal, ob wir auf Tour gehen können oder nicht, dann kommt das Album raus. Super. Yay. Ja, ich starte im Herbst den zweiten Versuch mit Lesereise. Wenn keine zweite Welle kommt, freut mich das sehr und dann hoffe ich, dass ich langfristig mal irgendwas anderes schreibe als ein Corona-Tagebuch. Asmus, und du? Ich schreibe meinen nächsten Gedichtband, der kommt im Frühjahr raus und dann Essay über Musik und Dichtung und dann habe ich so ein paar Dinge, die ich gerne schreiben will, dann muss ich jetzt einfach nur überlegen, wann was, ne? Dann kann ich alles auf einmal machen. Ja, und von mir erscheint im September ein Erzählungsband, der heißt Grundlagenforschung, weil der vereint jetzt eben Erzählungen von ganz von vor 20 Jahren mit ganz neuen Sachen und ja, ist vielleicht auch so eine Art Rück- und Vorschau zugleich und der zweite Versuch der Lesereise für den im Frühjahr erschienenen Kinderroman, der startet auch im September auf dem bei dem Kinderprogramm vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Wenn da jemand kommen will, kann, das soll auch Open Air sein, würde ich mich sehr freuen. Okay. Vielen Dank euch allen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, also ich freue mich sehr, merke ich das, auch wenn wir uns jetzt vielleicht alle am selben Mikro angesteckt haben, hoffentlich nicht. Toi, toi, toi. Also ich möchte dazu, Entschuldigung, ja. Also nur mal sagen, ich war schon infiziert und ich habe mit 11 Leuten auf demselben Mikro und keiner von den anderen 10 hat sich angesteckt. Also das beruhigt das mich jetzt ungemein. Dann war es das richtige Mikro. Jedenfalls, mich hat es unendlich gefreut, dass wir mal wieder mit ein paar Leuten zumindest hier so live zusammen sein durften und reden. Schön, dass ihr da wart und da seid und Sie, Dota, spielt uns jetzt noch ein abschließendes Musikset und während ihr vielleicht hier gehen wollt oder du umbaust, danke ich kurz noch der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, die das für uns mal wieder finanziell ermöglicht haben, den Medienpartnern Taz und Fix Poetry, dem Akut, speziell Simon an der Technik und Ranaf
am Stream. Erik Schumacher, Projektleitung, Kuration und alles Mögliche an diesem Abend. Jutta Büchter, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Barfrau Andreas Töpfer, der mal wieder die tollen Plakate und gemacht auch hat. Elizabeth. Und Elizabeth an der Kamera. Sorry. Thank you, Elizabeth. Hier geht's weiter am 1.9. 20 Uhr. Female Lust. Das nächste Mal von Jutta Büchter kuratiert. Cook Read. Und vielen Dank euch allen fürs Lesen und Dasein und Reden. Applaus, Applaus, Applaus. Dota Kerr. Was mache ich denn jetzt? Sind alle schon so müde. Spiele ich noch ein Lied, oder? Oder zwei? Oder drei? Zwei. Ja? Kaleko oder eigene? Beide. Eins so machen. Okay, so machen wir es. Das kann ich spielen. Genau, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Kaleko-Texte aus ihrem Frühwerk, ist im lyrischen Stenogrammheft enthalten, das 1933 veröffentlicht wurde und wohl der einzige Text, den sie für ihren ersten Ehemann geschrieben hat. Die anderen sind das weite Meer. Noch eine Kaleko-Vertonung, das heißt Sonne. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle. Das trug wie eine Welle mich hinfort. Sich über jede Stelle. Durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruh. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Nun schließ ich sie so bald nicht wieder zu. Auf dem Album sind viele Duette, die kann ich jetzt leider nicht so gut aufführen. Ich spiele noch ein eigenes Stück. Ich weiß gar nicht mehr, etwas in den Gedichten von Asmus hat mich vorhin dazu gebracht, dass ich dachte, dass ich dieses Lied spiele. Es heißt Risse. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zeile irgendeine Zeile. Ich kitte die Risse, so gut ich halt kann. Es kommt täglich ein neuer hinzu. Zeit ist am Himmel so hoch und blau aufgespannt, hier unten vergeht sie im Nu.
Ich weiß nicht mehr, wo lag der Fehler, die Störung. Vielleicht war's nur der Widerhall vom Platzen der Bläschen im Milchschaum und von explodierenden Sonnen im All. Und stell für einen Moment dir Unendlichkeit vor. Schon das an sich ist eine Kunst. Dann bleibt doch immer gleich viel Zukunft, wenn auch vielleicht nicht für uns. Hohes Gras in der Sonne und drüben am Weg wächst viel Spitzwegerig. Alles so grün, bunt und lang noch nicht Herbst. Und mitten im Bild du und ich. Und jeder Bestandteil ist hier noch vorhanden. Doch man kann es nicht mehr reparieren. Und ganz egal, was wir auch erfanden, man kann's nur einmal von vorne probieren. Von oben betrachtet, von weitem bestaunt, ist es alles so leicht. Und ich weiß, von ganz nah besehen, ist jedes Glück mühsam nach einiger Zeit. Und vielleicht immer nur aus der Ferne. Lautlos und stetig wird die Vergangenheit mehr, ganz ungefragt. Ich kitte die Risse, es ist doch schon so lang her, hast du gesagt. Und all die Bilder sind schön an den Rändern, verschwimmen sie und werden blass. Ich möchte nur einmal zurück, um zu ändern, was da falsch war, ich weiß bloß nicht was. Vielen Dank an die Technik und für die Einladung.